Und während Matthias und Felix noch ein bisschen über den zugefrorenen See driften, ist Diet auf der Suche nach dem perfekten Gebrauchtwagen. Blender und Mogelpackungen gibt es an jeder Ecke. Deshalb zeigt der Grip-Gebrauchtwagen-Experte heute seine Top 4 der Mängelzwerge. Die besten Gebrauchten in den Kategorien Kompaktklasse, Kleinwagen, SUV und Sportcoupé. Los geht's mit der Kompaktklasse. Diets Favorit unter den Mängelzwergen? Der Mazda 3. Bei den bis zu 5 Jahre alten Wagen ist er bei TÜV und DEKRA der Klassenprimus. Dieses Exemplar steht beim Händler, ist noch keine 3 Jahre alt. 105 PS stark und hat 44.000 Kilometer auf dem Tacho. Das ist doch alles Winterdienst hier. Ah, komm. Diet, moin. Hallo Diet, Josef. Josef, dann zeig mir mal deinen Mazda-Fachhandel. Jo. Mazda 3 hätte ich gerne. Hier haben wir einen schönen Mazda 3. Die graue Maus meinst du jetzt hier, oder was? Ja, aber dafür ist er zuverlässig. Also, was macht diesen Wagen aus? Wenn ich hier reinschaue, sehe ich einfach nur ideal Standard, eine Automatik, auch ein bisschen Multifunktionslenkrad und das ist alles? Sitzheizung. Ja, Sitzheizung. Also sagen wir mal so. Bei den Temperaturen? Ja, natürlich, ne? Also, der Mazda-Fahrer, der steht nicht auf Features, nein, auf Langlebigkeit. Langlebigkeit. Der Mazda 3 ist ein ganz robuster Geselle. Ideal für Kandidaten, die uneitel sind, die jetzt nicht auf Marke stehen und sagen, ich muss jetzt hier das und das präsentieren, nur damit kann ich mich identifizieren. Nein, er ist natürlich ein bisschen unsexy, aber das ist nicht das Problem. Ansonsten sehen wir hier einfach einen Dauerläufer, der nicht anfällig ist. Ich sehe keine Inkontinenz und das hat man auch schon festgestellt. Ich habe mich ja schlau gemacht. TÜV-Berichte, wenn die rein müssen, ne? Ja, wo gehen sie denn in die Knie? Ist nix, ist nix, ist nix. Mach mal an. Ja, der summt wie eine Biene, ne? Ich sag mal, mit Hubraum hat das hier nicht viel zu tun, aber darum geht's hier auch gar nicht. Was schlucken die Dinger? Im Stadtverkehr, wenn du rein im Stadtverkehr fährst, kommst du mit 7 Litern, 6,5 bis 7 Liter. So einen geringen Verbrauch, ist nicht anfällig, ist das ein absoluter Tipp, ein Hit. Kann ich mal eine Runde fahren? Gerne. Ab auf die Bahn. Seit 2003 kämpft der Japaner in der Kompaktklasse um Marktanteile. Sein Lieblingsgegner, der VW Golf. Neu kostet ein vergleichbarer Wolfsburger 5.000 Euro mehr. Wenn ich in dieser kompakten Klasse jetzt einen Golf kaufe, bin ich richtig schweres Geld los. Und diesen hier, was kostet der neu? 23.000 mit ein bisschen Automatik, ein paar Tasten so und so. Robust, ist gar nicht so schlecht von der Ausstattung, hat auch Luxus. Und ich zahle mittlerweile für dieses Fahrzeug, 3 Jahre alt, 11.000 Euro. 11,5 bietet er an, vielleicht ziehe ich noch für 10,8 weg. Dann habe ich einen grundsoliden, robusten, starken, wartungsarmen Dauerläufer. Diets Mängelzwerg in der Kategorie Kleinwagen, der Smart 4-2. Aha, aha, aha. Dieser Mängelzwerg war früher mal ein Mängelriese. Vor allem Motorprobleme warfen den Cityflitzer regelmäßig aus der Bahn. Erst die zweite Generation entpuppte sich als Musterschüler. Was ist los mit dir, mein Smart? Aha. Geht es immer nur bergab. Aha, aber nicht bei der zweiten Serie. Diet. Moin, Diet. Schön, dass du da bist. Felice. Cibrell. Na, wunderbar. Wenn man so viel Sicherheit sieht, dann fühlt man sich doch gleich vertraut, geborgen. Hier haben wir die Fahrgastzelle, die jedem Unfall trotzt. Fährst du den selbst? Genau, zwischendurch, wenn ich in eine Stadt muss und einen kleinen Parkplatz suche, ja. Dann in der Stadt München ist ja immer voll. Ja. Dann weißt du ja, dann brauche ich ein kleines Auto, ne? Und da passt alles. Schon mal irgendwo reingehämmert. Na, mit dem doch nicht. Nee, ne? Also, bitte. Aber ein paar Sachen muss man beachten. Die erste Baureihe, die war ja totaler Mist. Und aber hier ab der zweiten, da wurde es dann interessant und auch robust. Wichtig ist, dass hier nicht MHD hinten drauf steht. Weißt du, was das heißt? Das ist die Start-Stopp-Funktion beim Smart. Richtig. Und was haben sie eigentlich gesagt? Mild Hybrid und so was, das ist doch alles scheiße gewesen. Stimmt ja gar nicht. Start-Stopp-Automatik ist das. Richtig, ganz genau. Welchen Motor haben wir hier drin? Ja, den 3 Liter mit einem Zylinder. Der fährt sich super einwandfrei. Siehste, das ist eine Dame. Die kann nicht nur Autos beschreiben, auch verkaufen. Nein, ja, so nein, nein. Irgendwie geht's. Pass auf. Also, wir haben hier den Dreizylindermotor, 1 Liter Hubraum von Mitsubishi. Genau. Und das ist ein robuster, ohne Turbo, ohne Theater, mit 71 PS. Aha. Bei der Probefahrt achtet Diet besonders auf das Getriebe. Nach wie vor eine Schwachstelle des Smart. Auch bei der zweiten Generation. Hast du manchmal Poltergeräusche, klapperndes Fahrwerk? Will ich eine Kiste Wasser drin haben.
Okay, das war natürlich eine geniale Antwort, ist klar. Ne? Hast du sonst immer Probleme mit den Scheiben? Nein. Bremst gut? Bremst super, die halten sowieso ganz toll. Der wiegt ja nichts, das Auto. Geringer Verschleiß. Der Wagen hat wenig Eigengewicht. Und wenn du mal richtig in die Ramme gehst, so wie hier, verzögert er, super. Bricht aber nicht, kostet nichts. Genau. Pluspunkt, laufende Kosten. Das Ding kostet nicht mal 80 Euro Steuern im Jahr. Das ist ein Witz. Service kann gering gehalten werden, stirbt langsam, Bremsen unanfällig. Und du kannst natürlich selbst entscheiden, was er verbraucht. Aber ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn man morgens einsteigt, legt einen Rückwärtsgang ein, will ausparken und das Getriebe erkennt nicht die Schaltposition? Das hat er vielleicht ein, zwei Mal gemacht. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Dann machst du den Schlüssel noch mal raus, tust du wieder rein und dann funktioniert es einwandfrei. Das hat er ganz selten, dass er das mal macht. Ja, eine andere reguläre Abhilfe wäre zum Beispiel, man fährt zu Benz und es gibt ein Update fürs Getriebe. Damit erkennt er es wieder leichter. Kostet aber auch kein Geld. Pluspunkte bei diesem Wagen, Rost, kein Theater. Platzprobleme, Lücken. Kein Theater. Service, aufpassen. Freie Werkstatt geht auch. Dann hast du auch kein Theater. Ein Update musst du direkt bei Benz holen, wenn er mal spinnen sollte. Kommt nicht oft vor. Dann hast du auch kein Theater. Und kein Theater hast du auch in Sachen Verkauf. Die zweite Serie 71 PS ist begehrt. Aber bitte immer ohne MHD. Weiter geht's mit dem Toyota RAV4. Dets Mängelswerk unter den SUVs. Dets dritter Kandidat ist dieser von privat angebotene RAV4. Die etwas sperrige Bezeichnung steht für Recreational Active Vehicle 4-Wheel Drive. Trotz des komplizierten Namens war er vor 10 Jahren der meistverkaufte SUV in Deutschland. RAV ich's oder RAV ich's nicht? RAV4 von Toyota. Det, moin. Ja, grüß dich, ich bin der Leonardo. Leonardo, schön, dass du da bist, schön, dass der Wagen hier ist. Was haben wir für ein Modell? Das ist ein RAV4 Exekutivausstattung und alles, was dazu gehört. Was das Herz begehrt. Kommst du aus Italien? Komm aus Italien, ja. Der kommt aus Japan. Aus Japan. Verträgt sich das gut? Ja, ganz gut. Wollen wir uns mal den Motor angucken? Ja. Ja, da habe ich noch nicht mehr ein Frabbeln vom Auspuff. Also es wundert einen ja doch, 124.000 runter. Klar, erste Hand, aber 10 Jahre alt und kein Stress. Läuft wie am jüngsten Tag. Bei dem Motor guckt man natürlich auch immer gerne nach dem Zahnriemen. Sieht aber nicht so aus. Hier haben wir einen Metalldeckel, das heißt Steuerkette, auch wartungsarm. Kein Theater, reißt nicht, verlässt dich nicht. Und der schnurrt wirklich sauber. Ich sehe bei diesem Wagen wirklich keine Probleme. Er rostet nicht, er ist nicht verfault. Dann hat er Leder, robust und untenrum, der kleckert nicht mal. Der Motor ist trocken, knapp 130.000 runter. Ja, wenn Toyota auf Geländewagen macht, dann muss er ordentlich was reingehen, ne? Ja, das geht viel rein hier. Siehst du, guck mal. Und das fällt gleich auf. Die Tür ist hier seitlich angeschlagen, ne? Also wenn du in der Parklücke stehst und sagst, oh, ich habe jetzt hier gerade was Großes gekauft und der andere Kandidat ist hinten zu dicht dran, dann kriegst du nicht mehr auf, ne? Ja, das ist ein Problem. Aber trotzdem ist der Wagen sehr begehrt. Du kannst die Sitze umlegen, Leder hast du auch, schmeißt du auch nicht was rein. Platz ist das eine, Nachfrage ist das andere. Ja. Hast du ihn inseriert? Wie viele Leute haben denn angerufen? Habe ich inseriert und ich habe auch Anrufe von Afrika bekommen, ja. Russland und ein Afghane in München möchte nach Afghanistan das Auto bringen. Das ist ja auch eine schöne Tour, ne? Ich sag mal. Um ein paar Kollegen. Ja, warum rufen solche Kandidaten an? Weil die auch wissen, dass das Ding langlebig ist, weil er durchhält, weil du nichts rein investieren musst. Und weil er nicht eingeht. Ne? Und die Ersatzteile findet man weltweit. Siehst du? Also ich sag mal ganz klar, Toyota für Afrika. Kann ich mal eine Runde fahren? Natürlich. Günstig und solide ist er. Das hat sich anscheinend bis nach Afghanistan rumgesprochen. Doch auch von den deutschen TÜV-Prüfern bekommt der Toyota regelmäßig Bestnoten. Ja, ein Beschleunigungswunder ist dieser RAV4 nicht. Muss er aber auch nicht. Fürs Gelände ist er eher so ein Zwitter. Ist kein richtiger SUV, der jetzt irgendwie durch dick und dünn geht. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber für die Stadt ist er attraktiv. Damit kann die Dame zum Kindergarten fahren und ihre Shorties entlassen. Das haut mit diesem Wagen hin, weil er nicht so übertrieben, so ausgeladen ist. Ich habe eine unebene Straße. Bei knapp 130.000 habe ich hier kein Plockergeräusch, kein Klappern, keine Vibration. Echt ein robuster Geselle. Also ich sehe bei diesem Toyota keine Probleme.
Ist jetzt kein Designwunder, aber er ist gesund und robust. Motor ist nach 130.000 knacke trocken, Getriebe süft nicht, innen Leder, nicht versaut. Und das ist ein Leckerli erster Hand. Da weiß man, was man hat. Nach dem SUV wird's sportlich. Dets nächster Mängelzwerg, das BMW Z4 Coupé. Mit 265 PS hat der klassische Reihen-6-Zylinder ordentlich Dampf und ist dabei ganz schön selten. Mit festem Blechdach wurde der bayerische Sportler nur 2 Jahre lang 17.000 Mal gebaut. Jetzt bin ich hier in Poing, am Arsch der Welt. Und das alles für den BMW. Hab keinen anderen gefunden. Det. Dani, hallo. Dani, Coupé. Ja, Coupé. Elegant, rassig, sportlich. Ist das deiner? Ja, das ist meiner. Ja, dann fangen wir doch gleich mal vorne an. Auf dem Weg dahin sehe ich hier vorne gleich, hier fehlt doch was. Hast du einen vorgekriegt? Was ist das hier? Ein leichter Parkschaden. Du meinst so eine Art Rempler? Ja, so eine Art Rempler. Ist ja so ein Fußgänger ans Fahrzeug gerutscht. Ja, oder? So ungefähr. Also hast du nichts mit zu tun gehabt? Nein. Ja, das hat natürlich auch nichts mit dem Fahrzeug zu tun. Entscheidend ist die Technik. Ist er robust? Hast du da Probleme mit? Was für ein Baujahr? Baujahr 2006. Gut. Motormäßig? Motor 3 Liter. 3 Liter? Ja. Was schluckt er? 8 Liter schluckt er locker. Ja. Aber wenn man ihn ein bisschen tritt, wären es auch mal 11, 12. Ja. Schluckt ja auch Inspektionskosten. Gehst du aber regelmäßig in Service? Wie sieht's hier aus? Musst du hier viel investieren? Oder ist das ein robuster, gesunder? Also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme. Ja. Inspektion hatte ich jetzt noch nicht, die ist jetzt dann fällig. Ja. Aber ansonsten alles bestens. Kein Theater. Kein Theater. Gucken wir mal ringsrum. Sportlich schnittig Coupé und hier sieht man auch, was hier los ist. Daily Beach. Bist du hier im Fachhandel oder was heißt das hier? Nein, das ist dafür da, weil das meine Alltagskutsche ist. Ach, deine Alltagskutsche? Ja. Dann hast du ja genug Geld übrig. Hol nicht so was. Finanziell. Was muss ich sowas hinlegen? 15. Ein bisschen happig, ne? Da sehen wir auch hier mit diesen Aufklebern, kostet natürlich mehr. Der Schocker. Und hier steht das, was alle wissen sollten: Liebhaberfahrzeug. Don't touch, sonst klatsch. Gebrauchte Z4 Coupés werden auch gerne als italienische Reimporte angeboten. Diese erkennt man unter anderem an der fehlenden Sitzheizung. So, was brummt denn hier? 6 Zylinder. Hubraum haben wir schon gesagt, 3 Liter, ne? Ja. Bisschen staubig, so wie der Innenraum. Bisschen Pflege kann er gebrauchen. Aber er geht ja nicht kaputt. Deswegen brauchst du nicht viel reinstecken? Nö. Was hast du jetzt investiert? Wie lange hast du ihn? Ich habe ihn jetzt 1,5 Jahre. Und? Was ging rein? Eigentlich nichts. Wie? Nicht mal Ölwechsel? Nö. Der Reihen 6-Zylinder ist ein ganz robuster Motor. Das Ding ist so gesehen unanfällig. Dass er mal ein bisschen Service braucht, ist klar. Sie hat nicht mal einen Ölwechsel gemacht. Wundert mich, nicht, dann er noch das dicke Ende kommt. Aber er ist gut auf der Bahn, er ist sportlich, ein rassiger Zweisitzer. Und er ist nicht so häufig auf der Bahn zu finden. Das Ding ist selten. Der klingt sauber, du. Der hat nicht mal ein Fiepen. Keine Nebengeräusche, gib mal Gas. Danke. Normalerweise sagt die Dame immer, guck mal, er ist noch kalt, aber wie viel Kraft er schon hat, das wollen wir nicht. Ich fahre ihn erst mal warm, ob er dann auch noch so gut klingt. Mit Reihen 6 Zylinder und Heckantrieb hat das Z4 Coupé klassische BMW-Gene. Der sportliche Zweisitzer ist wohl der beste Kompromiss aus Spaß und Vernunft. Die Dame ist vom Fach mit einer Kiste und einem 6-Zylinder. Ja. Der gut aus dem Knick kommt. Vollgas. Boah. Das ist BMW. Knackiges Fahrwerk, super Drehmoment, guter Durchzug, leistungsstarker Motor. Warum hat er nichts? Kriegt gar keine Pflege, sie steckt nichts rein, fährt die seit 1,5 Jahren ohne Ölwechsel. Und die hat da was raufgejagt. Hat 111.000 auf dem Wecker. Aber das macht ihn noch längst nicht fertig. Das Z4 Coupé ist also ein echter Geheimtipp. Wer in die Zukunft schaut und auch noch ein bisschen Geld verdienen will und trotzdem fahren will, der sucht sich jetzt einen relativ unberührten, einen sauberen, einen glatten. Die sind rar, die werden steigen, aber auch nur die guten, nicht die verblasenen. Doch Vorsicht, ohne regelmäßige Wartung und Pflege wird selbst aus einem Mängelzwerg schnell ein Mängelriese. Und das kann dann richtig teuer werden.